Das nächste ist Empfänglichkeit und Unbeeinflussbarkeit. Hey Leute, wenn wir uns jetzt den Mainstream-Medien zuwenden und denen zuhören und alles empfänglich aufnehmen, was sie uns erzählen, dann ist es nicht gerade die beste Zeit dafür. Ganz im Gegenteil, es ist Zeit, sich zu überlegen, wie kann ich mir objektiv meine eigene Meinung bilden und unbeeinflussbar sein für das negative oder auch zum Teil verzerrte und falsche Bild, welches mancherorts für uns aufgetischt wird. Nächste Gegensatzpaar, gehorchen und herrschen. Gehorchen würde ich jetzt erstmal sagen deiner inneren Stimme. Horch mal tief hinein. Gehorchen auch Leuten, die wirklich etwas drauf haben, die wirklich intelligent sind, die fortgeschrittener sind als ich, die in einer Angelegenheit kompetenter sind als ich. Und solche Menschen gibt es immer. Und wann soll ich Verantwortung übernehmen? Denn wenn ich zum Beispiel jemanden beschützen möchte, dann muss ich zum Teil auch die Person in einer angemessenen Art und Weise führen. So, nächstes Gegensatzpaar ist Demut und Selbstvertrauen. Wenn du in dieser Zeit des Umbruchs zur falschen Zeit zu viel Selbstvertrauen zeigst oder zu viel Mut zeigst oder zu draufgängerisch bist und dich gewissen Leuten nicht demütig gegenüber verhältst, dann magst du Schwierigkeiten bekommen. Deswegen ist es besser, diplomatisch zu sein und auch etwas demütig zu sein. Dann das nächste Gegensatzpaar. Blitzschnelle und auf der anderen Seite Besonnenheit. Viele der Leute, die ich in der jüngsten Zeit beraten habe, habe ich echt gebeten, besonnen zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass jetzt in den kommenden Wochen und Monaten mal ein Zeitpunkt kommt, wo es darum geht, blitzschnell zu handeln und das Richtige zu tun. Und dann komme ich zum nächsten Gegensatzpaar, nämlich alles annehmen und unterscheiden können. Weil dann geht es darum, blitzschnell zu handeln und zu sehen, was angenommen werden muss und was zurückgewiesen werden muss. Und das Unterscheidungsvermögen zu haben, etwas nicht anzunehmen. Das heißt, Unterscheidungsvermögen zu besitzen, was halt nicht angenommen werden sollte. Dann das nächste Gegensatzpaar, Vorsicht und Mut. Oh mein Gott, was gibt es nicht für Momente und Situationen im Moment, wo wir vorsichtig sein sollten? Und was gibt es nicht für Momente in den letzten Tagen und Wochen, wo es wirklich wichtig ist, Mut zu zeigen und eben nicht nur ängstlich und vorsichtig sich vorzubewegen? Auf dieser Straße der schnellen und tiefgreifenden Entwicklungen, die wir individuell und kollektiv durchmachen. Nächste Gegensatzpaar, nichts besitzen, über alles verfügen. Wie wichtig es ist, in einer Zeit, wo sich viel verändert, nichts zu besitzen innerlich und loszulassen im richtigen Moment. Das können wir und werden wir in den nächsten Monaten wirklich auch erfahren und dann eben im richtigen Moment über alles verfügen. Das heißt, Dinge in Anspruch nehmen, vor allen Dingen Chancen wahrzunehmen, die sich jetzt ergeben für uns, geschäftlich oder privat. Und so kommen wir zum nächsten Gegensatzpaar, an nichts gebunden sein und Treue. Es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben und auch den Menschen, die einem anvertraut wurden vom Schicksal, und zu erkennen, welche Personen das sind. Da heißt es, was Gott zusammengeführt hat, sollte der Mensch nicht trennen. Auch hier ein kleiner, dezenter Werbeblock. In meinem Buch Die Optimum-Beziehung spreche ich darüber, welche Beziehungen göttlich sind oder von einer höheren Kraft bzw. deinem Karma arrangiert wurden, also was du nicht vermeiden kannst. Ich spreche jetzt nicht nur über Beziehungen
als Liebesbeziehung, auch eben Eltern-Kind-Beziehung oder Freunde oder Mitarbeiter. Und dann ist es wichtig zu sehen, wem sollte ich treu bleiben und was ist eine unnötige Aufreiberei, Zeitverschwendung, Time-Wasting. Und das ist auch sehr klar im Horoskop angezeigt. Und wenn das dann eben wichtig ist, gewisse Spielplätze zu verlassen, ist es besser. Du bist einsichtig und nicht gebunden. Einfach frei. Machst dich frei. Oh, jetzt kommt ein Gegensatzpaar, da sollte ich eigentlich ein ganz eigenes Video zu machen. Und zwar sich zeigen und unbemerkt bleiben. Facebook, Instagram, alle sind auf einmal total expeditionistisch geworden. Die ganze Welt ist total expeditionistisch. Jeder muss sich zeigen, fotografieren, auftreten, muss Follower haben. Das ist die moderne Krankheit. Besser ist es, manchmal unbemerkt zu bleiben. Zum Beispiel in Facebook. Da unterhältst du dich mit jemandem. Ja, dann stell dir doch mal vor, du hast jetzt ein Mikrofon vor dir stehen und das ist eine riesengroße PA-Anlage und die ganze Stadt hört das mit, was du privat mit jemandem besprichst. Genau das ist es, was die sozialen Netzwerke mit uns machen heutzutage. Sich im Internet zu präsentieren bedeutet, die Reichweite zu erweitern. Ja, dass jeder kann das mitkriegen, was du zu sagen hast. Wunderbar. Jeder kann dich sehen, jeder kann dich hören. Was allerdings dabei oftmals außer Acht gelassen wird, dass du erweiterst auch die Gefahr, dass Leute etwas hören von dir oder etwas sehen von dir, was sie besser nicht hören oder sehen sollten, weil sie dich dann kritisieren und weil du sie dann eben agitierst, wie ich das gerade bei dem ersten Gegensatzpaar, wann schweigen und wann reden, dargestellt habe. Denn es ist für viele Leute vielleicht nicht beneficial, was du gerade bist oder was du gerade zu sagen hast oder was du gerade ausdrücken möchtest oder was du fühlst. Das Heikle daran ist, dass es ganz anders verstanden werden könnte, als du es eigentlich gemeint hast. So, das vorletzte Gegensatzpaar ist es. Todesnähe und Lebensschätzung. Jetzt in der Epidemiezeit, als auch überhaupt davor im Grunde auch. Und danach sollte sich jeder darüber Gedanken machen, dass alles ein Anfang und ein Ende hat und so leben, als wäre dieser Augenblick der letzte. Wenn du morgen sterben müsstest, was hättest du denn jetzt noch zu klären? Was hättest du anderen Leuten zurückzugeben? Was hättest du anderen Leuten zu erklären? Was hättest du gerne gehört, was die Leute sagen, wenn sie an deinem Grab stehen? Das ist ein guter Gedanke. Lasst uns so leben, als wäre jeder Moment der letzte, und lasst uns dieses Leben schätzen und auch die Zuwendung der Menschen schätzen, die wir erhalten. Und so kommen wir zu dem letzten Gegensatzpaar, Gleichgültigkeit und Liebe. Instanzen, Menschen und Kräften, die Negatives vorhaben, den sollten wir lieber gleichgültig gegenüber werden, weil leider gibt es diese zerstörerischen Vorhaben auf diesem Planeten. Und meistens geht es dabei nur um das liebe, gute Geld. Einer meiner Lehrer lehrte mich einmal, wenn du jemanden verstehen möchtest, musst du nur tief hineinsehen in ihre Intention, in ihr Motiv hineinschauen. Wenn du diese Intention, wenn du dieses Motiv verstehst, dann verstehst du die Person. Danach habe ich persönlich angefangen, langsam zu lernen, also ich lerne immer noch dazu, mich jenen Menschen zu öffnen, die reine und gute Vorhaben haben und gute Motivationen und die es ehrlich mit mir meinen.
mich diesen Menschen liebevoll zu öffnen und mich eben zu verschließen gegenüber den negativen Kräften, die Schlechtes vorhaben, gegenüber den Ausnutzern, den Manipulierern, den Narzissten, den Control-Freaks und den ständigen Aufmerksamkeitssuchern. So, vielen Dank, dass du mir bis hierhin gefolgt bist. Falls du dich für ein Karma-Horoskop interessierst und falls dich mein Stil anspricht und du dir vorstellen kannst, dass wir gemeinsam ein bisschen Ordnung in dein Leben und in deine Beziehung bringen können, dann melde dich gerne unter dieser E-Mail, die hier eingeblendet ist, und dann können wir ein unverbindliches, privates Informationsgespräch führen. Bis dahin verbleibe ich dein Art-Astrologe Leonardo. Ciao.